Wir haben uns 2017 zum ersten Mal getroffen, als Wolfgang Kogert Partikelbewegungen von mir ins Programm nehmen wollte. Das ist ein Stück, das ich für eine Performance mit dem Sprayer von Zürich, Harald Nägeli, komponiert hatte. Allerdings nicht für Orgel, sondern für Blasinstrumente. Und die Idee war, dass Wolfgang gemeinsam mit der Sängerin Anna-Claire Hauff dieses Stück neu interpretiert. Also für mich stellt seit meiner Studienzeit oder seit meiner Jugendzeit eigentlich die neue Musik, die Musik der Gegenwart, einen wesentlichen Bereich meiner Tätigkeit dar. Die Stücke von Karl-Heinz Essel sind mir schon seit Jahren bekannt gewesen. Ich habe sie gehört von Kolleginnen und Kollegen, wie sie gespielt wurden. Und 2017 gab es die erste Zusammenarbeit. Es ist immer ganz natürlich vom einen zum nächsten gekommen. Neue Stücke sind entstanden, neue Ideen von meiner Seite, alte Stücke an die Orgel heranzuführen. Und so ist innerhalb der letzten 5 Jahre das CD-Programm zusammengewachsen. Dann habe ich plötzlich große Lust bekommen, selber für die Orgel zu schreiben, hatte aber keine Originalkompositionen. Und Wolfgang Kogert hat angeregt, bestehende Stücke umzuarbeiten für die Orgel. Wir haben alle Stücke eigentlich hier geprobt, einstudiert, ausprobiert, verfeinert, und die Orgel ist uns ans Herz gewachsen. Das ist eigentlich so ein Expanded Self geworden. Die Orgel der Wiener Hofmusikkapelle ist sicher das Instrument, das ich am allerbesten kenne. Ich verbringe hier wahnsinnig viel Zeit, um zu arbeiten, zu üben, zu proben und einfach Repertoire aus allen Stilen zu spielen. Ich schätze sie besonders, weil sie eine unglaubliche Qualität hat im Klang und in der Mechanik. Und sie ist präzise, sie ist klar, sie ist farblich, unglaublich flexibel. Über die Elektronik und über die algorithmische Komposition hat mich Ingomar Reiner, ein Spezialist für alte Musik, darauf aufmerksam gemacht, dass es bereits im 17. Jahrhundert einen Gelehrten gab namens Athanasius Kircher, der ein 1000-seitiges Buch geschrieben hat, Musurgia Universalis, wo er auch eine Orgel beschreibt, und zwar eine hydraulische Orgel, die mit einer Spielmechanik versehen ist. Und diese Abbildung von der Orgel hat mich total erinnert an Computerprogramme, an Lochstreifen, und das war für mich auch so ein Ausgangspunkt, die Orgel nicht nur als Instrument, als Klangmaschine zu sehen, sondern auch als Strukturgenerator. Einen weiteren Aspekt bilden Kompositionen für Elektronik, die allerdings Orgelklänge als Basis haben. Und das eine Stück, Après l'Avant, wurde neu gefasst mit den Klängen, die ich hier aufgenommen habe, von Tenet Opera Rupras. Und das andere Stück ist eine ganz alte Komposition von Karl-Heinz Essel, die hier im Raum abgespielt wurde von Karl-Heinz Essel persönlich. Er hat einen Lautsprecher bewegt, und so hat sich dieses fast 40 Jahre alte Stück in diese neue Sammlung bestens eingefügt, weil einfach die Akustik genau dieselbe ist. Thank you.